Hanno, freut mich sehr, dass du heute hier zu uns gekommen bist, um mit dir über unsere, mit Katja über die wunderbaren Arbeiten zu sprechen. Katja? Ja, willkommen. Ich finde es auch ganz toll, dass wir wirklich so heute so ganz leibhaftig sein können und nicht nur wirklich mitten in der Kunst stehen, sondern auch eben ein persönliches Gespräch haben. Man muss einfach das Reale mit dem Digitalen mischen, das machen wir in unserer Zeit. Ja, und wir stehen wirklich, wirklich mittendrin im eigentlichen Sinne in unserer großen Ausstellung 20 Jahre Prisca Pasquier, Our Duty is to Experiment, haben wir 6 Skulpturen von Hanno Otten mitten im Raum. Tatsächlich. Hast du noch mal gezählt? Genau. Also wir zählen jetzt mal gemeinsam. Also hier ist die erste. Hier ist die zweite. Ja, warte mal, noch mal langsam. Okay. Und die erste? Die erste ist Farbe Birne. Ach so. Ja. Das ist Douglas L. McAdam. Gut. Diese kleine blaue ist Pantone. Diese grüne ist Rudolf Arnheim. Dahinter Barney Newman. Und die hohe. Ja, schau mal. Ja. Die dunkle rote ist Josef Albers. Ah, okay. Da war ich jetzt eben falsch. Sehr so. Schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch zwischen den Skulpturen, die wirklich toll präsentiert sind in dem lichten Raum, was über die Arbeiten zu erzählen und irgendwie ja, ein bisschen darüber zu reden. Genau, es ist heute anspruchsvolle Kameraarbeit, denn wir versuchen auch ein bisschen in Bewegung zu bleiben, denn es ist auch wirklich das Erlebnis an den Arbeiten, die ja nicht nur farbig sind, sondern eben auch transparent und ganz viel mit dem Licht anstellen und man kann einfach wirklich mit jedem Zentimeter, den man sich selber bewegt, da unheimlich viel erleben und ganz viele verschiedene Szenarien der Interaktion auch erleben. Hanno, kannst du ein bisschen näher zu, auch bei Social Distancing, nicht so sehr nah, nur so ein bisschen, weil sonst ist das vielleicht ein bisschen leise. Ich hoffe, dass man euch gut verstehen kann. So, ja, ich glaube, das war ja auch eine Intention von mir bei den Arbeiten, dass es sehr betrachterbezogen ist. Das heißt, dass es nicht hier ist das Kunstwerk und man schaut dann drauf, sondern dass man sehr schnell Teil des Ganzen wird. Man spiegelt sich in einem imaginären, in einem tatsächlichen Farbraum, denn Skulpturen bilden ja einen Farbraum. Und mit der Bewegung, die man macht, überschneiden sich die einzelnen Platten, wenn mehrere zusammenstehen, auch noch mit anderen Platten, sodass permanent neue Blickrichtungen, Farbverbindungen, Räume für einen selber entstehen und je nach Licht verändern sich eben die Farben dann auch mal sehr deutlich in dieser Bewegung, in diesem Ablauf. Also wenn ich mich dahinter stelle, bin ich natürlich blau. Auch hindurch. Was hältst du für Wein? Genau, ich sehe mich jetzt auch teilweise blau und gleichzeitig sieht man natürlich auch die Skulptur selber noch verdoppelt, je nachdem durch wie viele Ebenen man gleichzeitig schauen kann. Und es sind Acrylscheiben, die monochrom eingefärbt sind, ja. Ne? In einem Stahlgerüst. Aber sie sind eben auch so konstruiert. Also du hättest ja auch im Grunde geschlossene Acrylblöcke machen können, genau. Hast du aber nicht. Sondern es sind Gerüste, wo die Scheiben im Grunde so eine Offenheit behalten, wenn man ja auch reinschauen kann. Das sollte auch sein. Ich wollte es trennen zwischen dem, was die Farbe trägt, was den Farbschatten macht, was die Farbe im Hintergrund verändert und im Gestell, das hält. Und ich wollte, dass man reingucken kann, dass man tatsächlich in den Farbraum reingucken kann und darum das so ein bisschen trennen zwischen den beiden Elementen, die diese Skulpturen ausmachen. Und diese Skulpturen, die Träger sind ja relativ simpel, kaum Konzept oder kaum Gestaltung, so einfach wie möglich und auch das Material gar nicht mehr behandelt, einfach wo man dann Schleifspuren noch sieht, da wo geschliffen wurde oder wo geschweißt worden ist und dann einfache Haken, die Platten anhalten. Und es sind einzelne Skulpturen, die eben auch einzelne Titel haben, die Namen haben wir eben genannt. In sich sind sie dann monochrom, weil sie jeweils aus 4 Platten aus derselben Farbe bestehen, aber wenn sie so in der Gruppe
Abstraktion, sondern man sieht die Farben in der Wechselwirkung. Ja, in der Mischung und auch in den verschiedenen Mischungen, die natürlich alle nicht nach Lehrbuch funktionieren, was man ja schon auf der Schule im Malkasten erlebt hat. Wenn man alle Farben zusammenmalt, müsste eigentlich weiß rauskommen. Ja. Das ist der erste Irrtum, das ist super. Also abziehende und zusammenführende Farbmischungen gibt. Aber es hat bei mir keine einzige Farbmischung in den Malkasten funktioniert, wie sie hier angegeben wurde. Ja. Und hier sieht man eben auch, dass das auch in diesem System nicht funktioniert, sondern dass sich die Farben willkürlich mischen oder nicht manchmal kombinieren. Oder eben je nach Situation und je nachdem, wie dann auch das Licht ist, weil hier natürlich in dem offenen Raum das Licht von beiden Seiten eigentlich unendlich viele Situationen. Aber da sind wir auch dann da mitten drin, weil das Phänomen Farbe ist ja was, was dich nicht nur struktural, sondern einfach auch in allen Medien, die du bearbeitest, beschäftigt hat und dem du vielfach nachgegangen bist. Und jetzt haben wir hier auch eben diese Alvers oder Valentin und zwei Künstler, die sich stark mit Farbe auseinandergesetzt haben und drei Theoretiker. Und seit noch vor Isaac Newton gab es Versuche, Farben eben in so einem Schema auch darzustellen und zu sortieren und auch eben in eine Gleichmäßigkeit zu bringen. Und eigentlich sind alle immer irgendwo von der Klippe gesprungen und haben gemerkt, das funktioniert nicht so richtig. Ja, doch, viele haben ja an das geglaubt, was sie rausgekriegt haben oder meinten rauszukriegen. Also überliefert, es gibt glaube ich noch was Älteres, aber die ersten Farbsysteme und Farbüberlegungen sind aus der Antike, natürlich von Aristoteles und Pythagoras. Und ich meine, es gäbe aber noch eine ältere. Und ich glaube, die anderen Alben sind einfach nicht überliefert. Ich bin mir sicher, dass die Ägypter eine ausgefeilte Farbidee hatten, wer den Himmel beobachtet, so abhängig von Licht und Tagesabläufen ist, wird sich auch darüber Gedanken machen, wenn man über tausend andere Sachen hat Gedanken gemacht hat. Und auch in so einem Sonnenland. Und aber richtig Fahrt aufgenommen hat es dann eigentlich mit Isaac Newton, der mit seinen Optics, also mit Buch Optics irgendwas, diese Versuchsanordnung beschreibt, dass er einen dunklen Raum hat, ein Loch in die Wand macht und da ein Prisma einsetzt und dann auf der anderen gegenüberliegenden Wand den Regenbogen oder den Farbkreis genauer gesagt abgebildet hat und damit meinte beweisen zu können, dass das weiße Licht sich aufteilen lässt in all die Farben. Also dass das eine Eigenschaft des Lichts ist. Und der große Gegenspieler, 200 Jahre später, Goethe, hat die Farbe neben vielen anderen Dingen vielmehr aus der Betrachtung gesehen, eben überhaupt nicht aus der Physik. Und er hatte dann auch so eine Dunkel-Hell-Theorie, also dass die Farben eigentlich alle aus dem Dunkeln kommen und das weiße Licht eben das Licht ist und der Rest kommt aus dem Dunkeln. Und das war auch eine lange Zeit ein großer Disput. Aber interessant ist eben, dass mit diesem Experiment unsere Naturwissenschaft angefangen hat und da angefangen hat, durch Experimente die These, die man hat, zu beweisen oder beweisen zu können. Aristoteles konnte noch nicht so richtig viel beweisen mit einem Experiment. Und da fing das an. Das finde ich eben auch interessant, dass die Optics und die Diskussion über Licht, was Licht ist, was Farbe ist, mit ganz am Anfang unserer Naturwissenschaft oder unserer Physik stand, neben Mondberechnungen und solchen Dingen. Und dann gibt es eigentlich immer wieder diese verschiedenen Herangehensweisen, das entweder physikalisch, mathematisch, schematisch irgendwie messbar anzugehen oder eben von der Wahrnehmung her dann praktisch diese Gegenrichtung von den Sinnen her und auch psychologisch, farbpsychologisch. Ja, auch religiös. Es gibt eine Hebräische, in einer Skulptur heißt eine Hebräische, Dingsbums Hebräische, Farbenlehre. Es gibt eine religiöse, es gibt medizinische, eine Bildbearbeitung heute, dass sowas über Farbsysteme dargestellt wird. Also es gibt kaum einen Bereich, in dem nicht Farbe für irgendein Denkmodell wäre. Und ich meine, wir haben jetzt diese schwierige Rassismusdiskussion, die natürlich auch über Farbe funktioniert. Und da ist ja auch der Dreh, egal wer man ist immer beteiligt.
Man ist immer weiß, gelb, schwarz oder weiß. Und wird immer aus einer eigenen Perspektive, aus einem eigenen Horizont argumentieren. Und das macht unter anderem die Diskussion einfach so spannend. Dann eben vieles, was man aus seiner normalen Welt mitbringt, eben für andere Menschen gar nicht stimmt. Die haben eine ganz andere Lebenserfahrung und leben vielleicht mit 5 Mitarbeitern. Und, aber auch da fand ich jetzt nochmal spannend zu sehen, dass das auch mit Farbe zu tun hat, auch mit der Ambivalenz von Farbe, mit der Konkretheit, dass es gibt nichts, wenn man auf dieses Blau guckt, ist das nur dieses Blau. Gut, wir 3 sind wahrscheinlich alle immer ein bisschen unterschiedlich. Oder auch nicht, weiß man nicht. Aber sobald man darüber anfängt zu reden, löst es sich in relative Farbe, ein relatives Blau auf. Es wird auch nicht austauschbar, aber es wird relativ. Es fängt an, unscharf zu werden. Und diese Mischung ist bei Farbe, wenn man es dann eben auch als Denkmodell nimmt, aus der Anschauung heraus als Denken so spannend, dass die ganze Welt löst sich auf in konkrete Erfahrungen, die unwiderbringlich mit einem verbunden sind, und das in einem anderen Kontext wird sofort was anderes. Und so finde ich das ganz gut. Das ist sehr anschaulich, dass Farbe, wenn man da mal so drauf guckt, im Grunde ein Modell für Welt ist. Als kleiner Abschweif. Aber was mich eben auch interessiert hat, oder auch ein Teil meines Interesses an Farbe war. Und wenn du mit solchen Flächen gearbeitet hast, ob jetzt auch in der Malerei oder auch eben mit sozusagen wandbezogenen Arbeiten, mit zweidimensionalen Arbeiten, dann hast du auch eine Vorliebe für Oberflächen, die glänzen, die immer auch eine Spiegelung und Reflex und eben auch eine Spiegelung des Raumes und des Betrachters mit einbeziehen. Das ist, da muss ich vielleicht einen Satz zu sagen. Mhm. Ich habe sehr lange sehr viel mit Schwarz-Weiß-Fotografie gearbeitet und habe dann eine Serie mit Farbe gemacht. Und sah in der Ausstellung, wie diese beiden Sachen zusammenhingen, und dachte, verdammte Hacke, was ist eigentlich Farbe? Wieso habe ich so lange, also Schwarz-Weiß ist ja auch Farbe, aber wie bin ich mit Buntfarben gearbeitet? Und das hat sich bei mir ein bisschen festgesetzt, und habe ich angefangen, so Blätter auszuprobieren, wie Farben aussehen. Verschiedene Materialien genommen, verschiedene Farben genommen, Aquarell, Gouache, Öl, Ölkreide, Foto, Transparentpapier, feste Papiere, also wo die Materialität reinkommt. Also gerade Transparentpapier und dichtes Papier macht was anderes dann nochmal. Und habe da ganze Serien von farbähnlichen oder unterschiedlichen Farbblöcken gemacht. Und ich hielt damals die Farbdiskussion in der Kunst wohl ausdiskutiert mit Hard Edge, also gerade hier Barnett Newman und Josef Albers mit Bauhaus, was hier auch so schön hängt, die auch sehr viel über Farbe diskutiert haben, war das für mich ausdiskutiert. Und darum war das für mich, was ich nenne, eine Atelierarbeit, also eine Arbeit nur für mich, die sollte nie veröffentlicht werden. Dann das parallele Lesen dazu mit Newton, Goethe oder eben auch die 1000 anderen Farbenlehrer, die es gibt, überhaupt die zu entdecken, dass es sowas gibt, hatte ich ja keine Ahnung von, brachte mich dann dazu eben auch mit Fotografie zu arbeiten, und zwar die Farbe direkt aus dem Licht zu filtern, was mit Fotografie geht. Und das war eigentlich mein Ansatz zu der ersten Arbeit mit Farbe, die ich relevant fand zu veröffentlichen. Das war dann die Farbenlehre, wo ich aus dem Licht mit einem fototechnischen Filtersystem eine Wellenlänge rausgemischt habe, die fixiert habe und die man dann eben so sieht, wie wir eben die Farben sehen. Also das ist also bei Fotogrammen, mit Fotogrammen sozusagen. Mit Fotogrammen. Also die Technik ohne Fotoapparat dazwischen, sondern direkt das Licht empfindliche. Gefiltert und eben nicht eine Farbe zu haben, sondern eine Filterung von Licht, die eben so aussieht. Und das ist ein wichtiger Schritt gewesen, weil da stelle ich keine Farbe dar, sondern ich mache sie konkret, so wie sie eben physikalisch entsteht, mit Hilfe von quasi von einem Prisma. Ich habe mit Prisma gearbeitet, sondern mit Filtern. Und das fand ich einen entscheidenden Schritt, weil diese Diskussion gab es in der Kunst nicht. Und die hielt ich für relevant, eben Farbe nicht als Material zu sehen, sondern als eine Eigenschaft von Licht. Ja. Dazu kam noch die
Idee oder die Vorstellung, dass die Welt nur hell und dunkel ist, physikalisch gesehen. Dass nur Lebewesen die Farben sind. Also nur Lebewesen, ich weiß nicht, ob Pflanzen es auch tun, aber relativ einfache Lebewesen gibt es ein Sehorgan in Verbindung von Auge und Gehirn, die dann aus Wellen und natürlich auch Teilchen, aber der Teilchenanteil des Sehens weiß man sehr wenig drüber, in der Lage sind, eben unterschiedliche Spektren zu haben. Wir auch sehr unterschiedlich sind bei Lebewesen, also Insekten haben eine ganz andere Palette als wir. Aber ich fand eben die Idee, dass die Farbe außerhalb von uns gar nicht existiert, faszinierend. So, und da fing das an dann mit der Farbenlehre oder mit quasi einer relevanten Arbeit. Daraus sind dann auch sehr schnell die Skulpturen entstanden, wo ich tatsächlich in dem, was du angesprochen hast, das Glänzende, die sehr ephemeren Oberflächen, waren dazu da, Farbe als Licht zu zeigen. Ne? Auf einer stumpfen Oberfläche hast du Farbe. Aber wenn es extrem hochglänzend ist, du dich da eins zu eins spiegelst. Ich habe heute Morgen, ich habe eine Farbenlehre bei mir im Moment im Wohnzimmer hängen und die Sonne schien rein. Das ist fantastisch. Ich habe mir das daraufhin einmal angeguckt und das Verblüffende war, das Schwarz ist, als würde man in einen silbernen Spiegel schauen. Ja. Man erkennt alle anderen Farben, ganz naturgetreu. Bei Magenta und Hellblau wird es schwieriger. Komischerweise die Farben im Garten, die Rosen, das Grün, ist auch relativ klar und deutlich zu erkennen. Aber die Farben im Raum verwischen dann so ein bisschen in dunkle Schatten. Wenn man eine Spiegelung sieht, die im Grunde verfremdet ist durch die farbige Oberfläche und du hast aber daneben in dem Raum, in dem du selber bist, das Original, dann rechnet der Kopf das ja auch schnell gleich. Ne? Also man erkennt es dann und nimmt vielleicht die Unterschiede nicht so wahr, weil man so weiß. Diese Farbkonstanz, auf die du hier ansprichst, die gibt es, aber die ist schwierig. Also wenn ich ein weißes Hemd sehe und sehe dich aber auch hier jetzt in so einer Übereckspiegelung, dann ist das nicht mehr was. Nee, da ist nicht mehr was, aber auch in der Spiegelung, also sozusagen durch die äußere Fläche, sehe ich das Hemd jetzt eigentlich hellblau. Da ich aber weiß, dass es weiß ist, denke ich, ich sehe da hinten das weiße Hemd. Das ist ein interessantes Thema, weil das sich auch total verändert irgendwie im Laufe der Zeit, irgendwie, weil das sieht man auch jetzt heute bei Filmen, irgendwie, die gemacht werden, die sind alle immer entweder komplett grün und orange eingefärbt oder sind irgendwie alle nur noch blau, wo überhaupt nichts Weißes mehr dabei ist. Ne? Die Krimis sind immer grau-blau und da hat sich auch irgendwie unheimlich viel geändert irgendwie in der Farbwahrnehmung. Und das andere, was ich noch sagen wollte, was ich auch ganz interessant fand, jetzt gerade mit diesem Fotogramm-Thema, dass ja einfach irgendwie das auch gar nicht mehr irgendwie so oft irgendwie gesehen wird, irgendwie was dann in den 20er, 30er Jahren irgendwie auch schon in dieser Fotogrammtechnik irgendwie passiert ist. Und dass du halt irgendwie das aber quasi in eine Farbtechnik umgewandelt hast. Irgendwie. Und das ist, aber ich glaube, es gab tatsächlich in den 20er, 30er Jahren schon erste Farbfotogramme. Ich meine, das hätte mir mal jemand erzählt, ich hätte die sogar mal gesehen. Die haben natürlich, erhalten sich nicht so ein bisschen Probleme. Wobei das richtig große Problem von Farbfotografie ist, dass bis in die 60er Jahre die ganze Kunstgeschichte, wenn sie dargestellt hat, ohne Farbe ausgekommen ist. Ja. Also es war eines der ersten Dinge, wo ich gestolpert bin, dass in der Kunstgeschichte die Farbe nie mitdiskutiert wurde. Ja. Ist klar. Extrem viel Literatur in der Kunstgeschichte, aber in Schwarz-Weiß-Abbildung. Ja, also zumindest bis in den 60er, 70er Jahren. Das hat sich jetzt einmal geändert und früher ist man auch nicht so gereist. Ich war ein Fahrer nach Venedig mit der Postkultur. Da bist du 4 Wochen unterwegs oder länger. Das heißt. Das machen wir demnächst wieder. Ja, und dann kam dazu, die Antike wurde Naturfarben gesehen. Da war die relativ bunt. Viele dieser Skulpturen waren bunt angemalt. Also das Bild oder die Vorstellung von Farbe hat sich, glaube ich, in den letzten 70 Jahren extrem gemacht. Und diese Arbeit 13 Farben, die nicht aus der Physik kommt, nicht aus dem Licht, sondern wirklich von der Betrachtung ausgeht. Was
sehen, wie kann man Farben heute sinnvoll für uns, also für unseren Kulturkreis, die bestimmte Erfahrungen haben, die eine bestimmte Umwelt haben, die eine bestimmte Bildung haben, die sich bestimmte Sachen haben, wie kann man die Farben sinnvoll aufteilen? Und da habe ich dieses 13-Farben-System, das genauso hinfällig zeitbezogen ist wie die meisten anderen Farbsysteme. Das ist mir schon völlig klar, das verändert sich auch. In 100 Jahren hat weiß der Kuckuck, wenn Leute das für Farben sehen, das sieht sicher anders aus, als wie wir das heute tun. Und da eben sinnvollerweise in 13 Farben zu unterscheiden, eben einen Unterschied zu machen zwischen Grün, Oliv und Türkis, zwischen Blau und Türkis, was im Altertum genau zusammengefallen ist. Die Griechen hatten, also in der Ilias hatten die, glaube ich, eine Farbe für Himmel und Wasser. Ohne so ein türkisblau würde man am ehesten das annehmen. Das Wasser war so, der Himmel war so. Ne, hatten die ein Wort, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das funktionieren kann. Aber ja, oder auch wenn man von den 7 Spektralfarben ausgeht, die Isaac Newton dann irgendwann mal so nachweisen konnte mit dem Prisma, und dann ist natürlich die Zahl 7 auch an vielen Stellen erstmal so ein bisschen unumschlüssig geblieben, ne, weil die dann auch übertragbar war auf andere. Mhm. Bereiche, eben, wo man versuchte, dann Synergien zu schaffen, aber moderne Farbsysteme, eben auch diese Farbfächer, die man eben dann wirklich auch anwendet, die haben dann, bieten dann irgendwie 1300 Töne an oder so und so viel, 100 verschiedene Farbbereiche. Und das fand ich auch so interessant, dass es eben jetzt nicht sozusagen ganze menschengemachte Theorien auf ideologische Herangehensweise gibt, sondern eben eine von den Skulpturen heißt Pantone, wo du wirklich ganz explizit auch so eine technische Ebene mit reingenommen hast. Ja, natürlich auch Menschen. Guck mal, wie schön das aussieht. Ja, ja, krass. Ja, mit der Sonne. Ja, das ist einfach fantastisch. Ganz toll ist auch, wenn die Sonne scheint, hier was Barnett Newman mit dieser Neon-Farbe, was dann ja mit den Kanten passiert. Und wenn ich von hier aus schaue, dann sehe ich diese Linien auch in der Pantone. Also was ich auch noch so interessant finde, nee, ist diese... Pantone vielleicht auch kurz aus. Das ist ein reines kommerzielles System. Das sind, die haben zwei Systeme, eins für Mode, eins für Industrial Design oder Architektur, die etwas unterschiedliche Farben nachfragen oder Nuancen von Farben. Die haben wahrscheinlich in der Mode haben die 100 verschiedene Weiße, die brauchst du im Industriedesign nicht. Und dass das die Geschäftsidee ist, du mischst diese Farben und hältst sie verfügbar. Das heißt, wenn einer sagt, ich brauche Farbe 63, dann kriegt er die und es ist immer Farbe 63. Genau. Und es gibt auch von Rall, diese deutsche Dingsbums, so hieß ja eine Skulptur in der ersten Ausstellung, die ich mit Friska gemacht habe. Ja, also das ist, und das finde ich, mich interessiert auch die Unterschiedlichkeit. Ne? Und wie viele unterschiedliche Denkmodelle es gibt oder Haltung oder Interessen oder Herangehensweise, so ein Farbsystem zu machen. Ne? Der eine Farbe Birnmann aus der Psychologie berät auch Unternehmen und sagt denen, wenn sie einen Produktionsraum haben, müssen sie die Farbe nehmen. In den 70er Jahren war es fürchterlich. Da war das alles grün, braun und orange. Und alles, wenn man dann besser arbeitet, besser erholen, besser denken oder sonst irgendwas. Mhm. Und der Adams hat so ein System, um die Farben in ihrer Wahrnehmungsintensität darstellen zu können. Was aber nicht funktioniert oder nicht wirklich funktioniert. Ja, aber immerhin war er der festgestellt hat, dass diese schematische, gleichmäßige Einteilung der Farbabstufung von unserem Auge so nicht wahrgenommen wird, sondern dass wir eben im Grunde schwerpunktmäßig Farben intensiver sehen können oder besser sehen können als die Randbereiche. Also, aber Farbe ist ja jetzt auch nicht dein einziges Thema, sondern es ist sozusagen dann auch ein Bereich, der eben in andere Komplexe mit reingeht oder eben in der Malerei im Grunde aufgeht, auch in der Untersuchung, wie zum Beispiel Bilder oder eben Kunstwerke, aber dann auch bemalte Bilder wirken, die Wirksamkeit auch von den verschiedenen Komponenten. Da genau, ist dagegen die Position in der Bildsprache. Genau, auch mit Texturen und mit Formen und Proportionen eben auch
sozusagen eine Komposition eingeht und ein bestimmtes Rezept oder eine Mischung erzeugt. Und die erste Ausstellung bei Priska 2014 hieß ja auch Farbe. Mhm. Und dann kamen Schlachtenbilder in Ausstellung, die in den großen Räumen schon und die letzte, die wir zusammen gemacht haben, über Malerei. Da war eben Farbe auch eine ganz große Komponente, aber nicht, das, nicht der einzige Aspekt. Ne? Ja, genau. Das war eben Farbe spielt da die Rolle als ein wichtiges Ausdrucksmittel der Malerei. Ja, der Dramatik. Ja. Ich habe mal überlegt, es gibt eigentlich vier wesentliche Positionen in der Bildbetrachtung, da ist egal, ob es ein gemachtes Bild ist oder ob es einfach nur das Bild ist, was wir sehen, oder ob es ein Fernsehbild oder hier so ein Wirklichkeitsausschnitt. Es geht um die beiden einfachen Sachen, das ist Figurzeichnung, würde ich zusammenfassen, je nachdem, und Komposition. Da kann man wunderbar, das kann man rationalisieren, das kann man genau beschreiben, das kann man sogar ausmessen, wenn man will. Und dann kommen die beiden schwierigen Komponenten, das ist nämlich die Aussage und die Farbe. Weil Farbe extrem emotional ist, also ich kenne das auch aus dem Atelier, wenn ich Leute zu Besuch habe, die einen schwören auf das andere Bild, die anderen auf das andere. Und der Unterschied ist oft dann die Farbe, es ist dieselbe Komposition, ähnliches Bild, nicht besser, nicht schlechter oder weiß auch was. Aber die Farbe emotionalisiert unglaublich. Und das geht in einem Bruchteil von einer Sekunde, ja, so wie Sympathie zwischen Menschen. Ja, ja, ganz genau. Das geht unglaublich schnell und ist eben unheimlich schwer beschreibbar. Und dann tut sich eben die Bildsprache sehr schwer, da Standards oder Nachvollziehbarkeiten auszuarbeiten. Und die Kunstgeschichte tut sich schwer damit, das zu bewerten, was das heißt, was das macht und wie es geht. Und Aussage müssen wir ja aus, auch eine Interpretationssache. Ja, was einfach total anschaulich und wirklich zu erleben, wie viel Ambivalenz in der Farbe drin ist, wenn man sich in der Ausstellung so bewegt. Ja. Und ich mache das jetzt, ich habe bei einem von den Schlachtenbildern oder auch zur Malerei Elemente reingenommen, die nicht repräsentieren, also keine Farbe sind, also entweder ganz extrem hochglänzende Passagen, wo sich das Licht bricht und reflektiert, oder so Glimmer-Sachen, wo eben auch wie so ein Sternenhimmel hier das Licht aufscheint. Und das finde ich auch ziemlich wichtig, dass man eben das Licht, das ist neben der Farbe, eben auch die Grundsubstanz quasi, wo es herkommt, das Licht in einem Bild repräsentiert wird, also mit Folien oder mit so Spiegeln oder mit Metallflächen kann man das ganz gut machen. Dass aber auch wenn die Farbe nicht so einen Illusionsraum bietet, dass man nicht irgendwie komplett in die Farbe eintaucht, sondern so eine Materialität hat, genau, die immer noch auch optisch so greifbar ist, also so konkreter. Ne? Ja, und man erkennt, wie es gemacht ist. Ja. Ne? Also Illusionen, da bin ich immer etwas vorsichtiger. Ja, es ist nicht so James Turrell, wo man in einem Hauch von Rosa in einem ganzen Raum badet. Ja, aber auch da ist klar, wie es entsteht. Da ist ja nachvollziehbar, also ja, auch da ist nachvollziehbar, auch wenn man in einem tiefen Tunnel ist. Man weiß ja, warum man da runtergeklettert ist. Aber natürlich hat das auch eine Form von Magie. Das meine ich auch nicht. Das soll Kunst auch ruhig haben, was einen mitnimmt oder berührt oder sowas. Das finde ich auch wieder wichtig. Das ist ein Teil von Kunst, was manchmal geschehen kann. Aber eben nicht wie im Zirkus, dass man denkt, wo kommt auf einmal diese entschuldigende Frau her? Vorher nicht da. Wie kann das gehen? Mensch in zwei Teile. Das finde ich ist so ein bisschen. Ja, aber so dieser Zauber der Sensibilisierung und der Verfeinerung der Sinne, das findet dann hier auch statt, weil eben, wie jetzt auch gerade, vielleicht nimmt Priska das auch gerade auf, viele, die die Skulpturen hier entdecken, sagen, und hier der Abglanz auf dem Boden und wie sie sich spiegeln und wie das Licht dann da durchgeht, also dass man sofort auch wirklich, also es funktioniert, kann ich sozusagen bestätigen, dass sofort der Blick aufnahmefähiger wird. Ja. Sehschule ist es ja. Ja, genau. Also die
Strukturen, stellen Farbe dar und schaffen den Farbraum und beziehen den Betrachter eben ein über Blickwinkel, über Spiegelungen und eben auch den Umraum. Ne? Man sieht ja sowohl durch, wie zum Teil auch, was man trainiert, so sicher stark, sieht man die Spiegelung dadurch. Das heißt, der Raum wird ja völlig zerstückelt und aufgelöst. Ne? Man sieht den eigenen Hintergrund, man sieht sich selber, man sieht durch, man sieht noch eine Reflexion durch die unterschiedliche Dichte und bekommt im Grunde einen Raum, der sich permanent verändert, einen leeren Raum, ganz vergänglichen Raum. Und wie passt das auch so besonders toll zu unseren Ausstellungsthemen der Vorangegangenen on Equal Terms? Die waren ja auch sehr programmatisch und von Ideen durchdrungen und da war ja unser Untertitel alles Wechselwirkung. Ja. Also ich finde auch gerade so diese Spiegelung finde ich unheimlich interessant, weil das ist auch oft bei Fotoarbeiten, dass eigentlich viele Künstler auch was mit einbeziehen, dass das Glas davor ist und dass das auch eine Spiegelung ist und irgendwie auch diese Idee, irgendwie immer diese Spiegelung wegzumachen, damit man es dann besser sehen kann, stimmt oft gar nicht, weil eigentlich irgendwie dieses Selbstreflexive dabei irgendwie auch noch eine Rolle spielt. Ja. Ne? Das haben wir jetzt hier. Ich habe euch eben Anweisungen gegeben, hier hinzukommen. Das konnte man in dem Spiegel dann sehen. Ja, das ist schön, ja, genau, diese Flöße hat geflüstert. Genau, die sichtbare. Ja. Ja. Also, das ist auch schön, ne? Dass ich, das habe ich jetzt auch ein paar Mal, bleib mal da, ups, ein bisschen zurück. So, ja. Das war nämlich auch toll. Das bitte, ja. Nee, das war nämlich, ist nämlich ganz toll, irgendwie, weil ihr nicht so nah beieinander wart, konnte ich dann oft den anderen mit im Spiegel dann. Also ja. Yeah, here's a question in English. So we have a press release, and we have on our website. You can see all different information on this works. Or contact us. Yeah, or contact us exactly. Okay. Ja, super. Vielen Dank, Hanno. Das war echt toll. Wir haben viel gelernt heute wieder. Katja, ganz herzlichen Dank. Und jetzt schauen wir noch einmal, irgendwie gehen wir noch mal um die Arbeit herum zum Abschluss. Ist auch schön, dass dann die Bauhausfrau ist. Ja.